Wir machen einen Rückblick auf den Tag. Es ist eine schöne Angewohnheit, abends noch einmal auf den Tag zurückzublicken und sich zu fragen, was war heute gut? Wofür will ich Danke sagen? Manche haben sogar ein kleines Büchlein, in das sie alles das hineinschreiben, wofür sie dankbar sind. Und es ist erstaunlich, das sammelt sich jeden Tag eine Menge an. Es lohnt sich also, die vergangenen Stunden noch einmal an sich vorbeiziehen zu lassen. Bei Sonnenschein das Haus zu verlassen, ist natürlich ein schöner Start. Es ist ein Dankeschön wert. Der Anruf einer alten Freundin war eine angenehme Überraschung. Die leuchtenden Augen der Tochter, als sie aus der Schule kam, da unterstreiche ich das Danke zweimal. Die Kassiererin im Supermarkt hatte heute eine besonders gute Laune. Das ist ein weiterer Pluspunkt. Das Eis in der Pause habe ich mir schmecken lassen. Lecker. Heute wird das Buch geliefert, auf das ich mich schon so lange gefreut habe. Am Nachmittag hatte ich endlich eine gute Idee für ein Geschenk zum Geburtstag in der nächsten Woche. Dann war ich spät am Bahnhof. Ärger, aber der Zug hatte auch Verspätung. So war ich doch noch rechtzeitig da. Danke für die Verspätung. Es wird Ihnen ähnlich gehen, wenn Sie erst einmal anfangen, auf den vergangenen Tag zurückzublicken. Wird Ihnen immer mehr einfallen, wofür Sie danken können. Manche sind nur Kleinigkeiten, wie die Blumen im Vorgarten, das Lächeln im Vorbeigehen, die Tasse Kaffee zwischendurch. Aber Kleinigkeiten können eine Menge bewirken. Und es gibt auch immer wieder große Geschenke des Lebens, über die ich staune. Ein Rückblick auf den Tag mit lauter kleinen Dankeschöns, das tut gut. Ich fühle mich reich beschenkt. Und vielleicht packe ich einiges davon in ein Gebet, mit dem ich mich an höherer Stelle für alles bedanke. Peinlich, ich traue mich jetzt kaum zu sagen, wie oft ich zwischendurch schlechte Laune hatte und mich geärgert habe. Zum Beispiel am Bahnhof, als ich noch dachte, dass ich zu spät bin. Manchmal hindert mich meine schlechte Stimmung daran, mich über die vielen kleinen Geschenke zu freuen. Warum eigentlich? Ich möchte euch noch das Seniorengebet vorlesen. Was soll man noch in alten Tagen unserem Herrgott alles sagen? Ach, lieber Gott, im Knie Arthrose, der Bauch passt nicht mehr in die Hose. Das Kreuz wird auch schon krumm, die Hüfte knackt, das ist doch dumm. Auch der Kopf erwackelt sehr, die Hände zittern immer mehr. Ach Gott, was habe ich nur verbrochen, verschlissen sind Gelenk und Knochen. Doch schöne kleine Altersgeschenke sind künstliche Zähne und Gelenke. Wenn in der Früh kein Schmerz sich regt, schnell schauen, ob das Herz noch schlägt. Und dennoch, Herr, will ich dir sagen, mag auch das Knacken noch so plagen, trotz aller Fülle von Beschwerden bin ich gern auf dieser Erde. Wenn das Zwacken und das Zwicken wär eines Tages ausgelitten und hörte plötzlich alles auf, wär ja vorbei mein Lebenslauf. Drum, lieber Gott, hör auf mein Bitten, lass es noch lange weiter zwicken.